mir meine kleine Glimmkohle? Und so setzten die Idioten ihre lange, sinnlose Mission fort. Sie latschten durch die Ödnis, die sie geschaffen hatten, und zertrampelten dabei kostbare Korallen unter ihren Stiefeln. Ihr seht viele zuvor verborgene Schätze auf dem freigelegten Meeresgrund. Da war viel Schrott und Gerümpel im Meer. Jede Menge Treibgut. Treibgut? Ist das nicht eher Strandgut? Treibgut ist vom Schiff gefallen. Strandgut wurde abgeworfen. Hm, interessant. Darauf fällt mir nicht mal eine schnippische Antwort ein. Lernen kann halt auch Spaß machen. Seht ihr die Zerstörung, die sie zurücklässt? Eine Ödnis voller kaputter Spielzeuge, die sich fragen, warum sie von ihrem Schöpfer verstoßen wurden. Aber das ist... wohl alles nur, um die Bühne für dich aufzubauen, Schicksalsbringer. Nur zu. Könntest du nur die ganzen Fische fragen, die ihr eben vaporisiert habt, was sie davon halten, vom Schicksal geeint zu sein? Versperrt euch den Weg und ein Kavalier steht davor. Ein Kavalier mit einem Piratenhut. Doch das ist kein schnöder Pirat, sondern ein Skelettpirat. Ein Skelett! Töten wir es! Nein. Das ist kein Bösewicht. Es ist ein Gutwicht. Ein Gutwicht. Einer von den Guten. Das entscheide ich. Teufel auch! Ist er schon tot? Was für ein Sieg! Ich bin so stolz! Weißt du, die echte Magie sind die tagtäglichen meisterhaften Wortkreationen großer, attraktiver Schreiberlinge. Frostdolch! Endlich! Diese Abklingzeit hat ewig gedauert! Eine Rangliste meiner Lieblingspiratenwörter. Auf Platz 5 steht Haar, ein Klassiker. Dann Holleraffe, einfach tierisch gut. Auf Platz 3 die Landratte. Johoho! Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Achtet eigentlich irgendjemand auf meine Tragekapazität? Also geradewegs durch das Tor des Pökelriffs schlendern, ja? Na, du sprichst mit Bones Threewood, dem verfluchten Beschützer des sündlichen Tors. Und ich sage, klar doch. Oh, das war einfach. Natürlich wird dir das leid tun. Das nördliche Tor wird vom rachsüchtigen, mörderischen und sagenhaften Freibeuter Chartreuse Le Chance bewacht. Der lässt dich nie durch. Außer, würdest du mir bei einer Mission helfen? Piratenquest! Piratenquest!
Valentine, willst du die Piratenquest annehmen? Oh, aber sowas von! Haha! Willkommen in meiner Mannschaft! Aber ohne Polly, meinem getreuen Homunculus, gibt es keine Piratenmission! Sie fiel einem schrecklichen Schicksal zum Opfer und wir müssen ihre Teile wieder zusammensetzen! Vorsicht, Mannschaft! Die Seewarge sind rastlos, seit der Ozean ausgelöscht wurde! Hütet euch vor Moby Dick, dem Mannschaftsbeißer, der Geißel des Salzes und des Sands. Ein gut gemeinter Ratschlag. Dieser Pirat, dem ihr helft, hat keinen einzigen treuen Knochen in seinen Knochen. Eis von oben! Oh Mist! Mehr Bösewichte heißt mehr Arbeit! Noch nicht fertig! Ich hasse das. Na, sieh mal einer an! Ich bin so eine Art unglaublich passierte Kämpferin. Zeig deinen Zauberspruch! Knochen trocken! Das ist Pollys Augenklappe. Paradoxerweise hilft sie ihr zu sehen, wo es lang geht. Oh, ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Bildlich gesprochen, natürlich. Das sind die Steuerklappen. Die halten Polly in der Luft, um nach Segeln am ehemaligen Horizont Ausschau zu halten. Ich würde sterben für einen Kampf. Jetzt knack den Panzer. Wir brauchen den Schnabel.
gesichert und im Anschlag. Möge die Magie beginnen. Haha! Er muss den Stern an Stück verschluckt haben. Genau das Teil, das wir brauchen. Der Zusammenbau eines Vomoculus erfordert jahrelange Arcane-Ausbildung und präzise Handwerkskunst. Da ist sie! Komponenten! Polly, du bist es wirklich! Ich hab dich vermisst, mein treuer Vomoculus! Bist du bereit, dich erneut meiner Mannschaft anzuschließen? Polly ist zurück von den Toten! Was soll dieser Vogelapparat? Polly ist mein Navigator. Wenn wir Le Chans angreifen und das nördliche Tor öffnen wollen, brauchen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft. Finde sie, Polly! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Chartreuse Le Chans ist nicht nur ein mächtiger Pirat. Man kann ihn nicht töten. Auf seiner Mannschaft liegt ein seltener Fluch, genannt Anschlagrüstung. Ich kenne ihn gut, denn er lastet auch auf mir. Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe, um ihn zu besiegen. Mannschaft in sich! Sehet! Mein Kram! Hey, das ist mein erster Mat und seine Kumpanen. Sie hören dir erst zu, wenn du eine Schlägerei mit ihnen angefangen hast. Fordere ihn zum Duell! Na los! Hoch mit den Fäusten! Hört ihr das? Da ist jemand auf einen Kampf aus! Das wäre kein fairer Kampf für dich. Wir haben die Anschlagrüstung. Und meine Grogtasse ist immer noch voll mit alkoholfreiem Gebräu. Gut. Wie bringen wir ihn dazu zu kämpfen? Ganz einfach. Piratenregel 27b. Verschütteter Grog muss gerecht werden. Mach seine Tasse kaputt. Du hast gegen Piratenregel 27b verstoßen. Das ist ein gravierender Bruch der Etikette. Schon mal gegen einen Seemann gekämpft? Natürlich will ich das. Hast du nicht aufgepasst? Warum sollte ich? Du kämpfst bestimmt wie ein Milchsauer. Warum schnappen wir nach Luft? Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell der Beleidigungen. So machen Piraten das. Du musst ihn mit der schärfsten, gemeinsten Erwiderung treffen, die ihm 20 Jahre später noch Albträume bereitet. Oder du verlierst das Duell. Wir brauchen Optionen. Deine Mutter ist vermutlich eine bezaubernde Dame, aber ich glaube, sie wäre nicht mit deinem Beruf einverstanden. Niemand redet so über Deborah Schoenbruch. Dich lass ich gehen holen! Mach dich bereit für den Handwerker! So gut, au, 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 du alter Narr! Du sagtest, die Anschlagrüstung würde uns schützen! Haha! Oh, Danny Schotbruch! Nur weil du nicht stirbst, heißt das nicht, dass es nicht wehtut. Jetzt macht wieder bei meiner Mannschaft mit und helft uns, Chartreuse den Chance zu besiegen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch ein paar Crewmitglieder finden. Und ich weiß auch schon wo. Polly, setz Kurs auf Port Glinda! Port Glinda! Port Glinda! Ja! Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen.
Bevor der Ozean gesprengt wurde, war Port Plünder eine kleine Piratenstadtinsel. Vom Meeresgrund aus betrachtet ist sie ein hoher Turm, der erlommt werden will. Eine ganze Piratenstadt? Finde ich super. Wieso stehst du so auf Piraten? Sie sind so frei. Sie segeln mit ihren Schiffen von Hafen zu Hafen, müssen sich vor niemandem rechtfertigen und streben einfach nach Reichtum und berüchtigt sein. Machen wir das nicht auch? Nur im All? Komm, Piraten. Jetzt dreht er völlig durch. Oh, du hast wirklich gedacht, du könntest gewinnen, was? Du wirst niemandem irgendwelche Geschichten erzählen. Oh ja, das Rätsel ist abgefrühstückt. Regel 81d. Bringt jemand deinen Ballon zum Platzen, ist er des Todes. Was? Du kannst tatsächlich lesen? Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wen interessieren schon ein paar dumme Ballons? Kugeln im Anschlag! Alle Männer, wir nehmen alle Männer. Komm zu uns, Piraten. Gesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Hinunter in die trockene Tiefe mit dir! Die haben Le Chances Schiff gesprengt! Oh, da waren meine besten Kniehosen drauf! Neue Rekruten, zeigt diesen gemeinen Plankenwacklern, woraus eure Holzbeine gemacht sind! Eisiger Tod! Ich dachte immer... Mannschaft an, bevor noch jemand ernsthaft verletzt wird. Ich habe meine Mannschaft wieder! Jetzt zu unserem Schiff! Sie ist das edelste Holzfräulein, das je über die Muttersee geglitten ist!
Polly, such das Wrack der jauchzenden Jungfer! Jungfer finden! Jungfer finden! Wir haben uns in den letzten Minuten echt gut kennengelernt. Hier ist also meine Leidensgeschichte, wie ich in die Tiefen dieses ehemaligen Ozeans gelangt bin. Ja, her mit der Piratengeschichte. Toll, ich krieg mich gerade kurz aus. Ich war der wildeste Piratenkapitän der Muttersee. Ich hatte ein gutes Schiff, eine treue Mannschaft und die wahre Liebe. Aber ich hab alles verloren. Das war's? Du hast den Fluch gar nicht erklärt. Oh, meine Piratengeschichte ist dir wohl nicht gut genug. Vergessen wir das einfach, du Landratte. Ha! Siehste, ich hab nichts. Vergiss immer, ihre Charakterstimme abzulegen, wenn sie verzweifelt nach anständigen Motiven sucht. Lieg los! Verdammte Abknickfeigen. Wieder ins Geschäft! Endlich! Ich hab dich schon gefragt, wann du endlich stirbst. Wir Dinge nieder. Solches Elend in diesem... Unerledigte Angelegenheiten? Ich wette, es ist etwas Unerledigtes. Du bist so nett, meinetwegen anzuhalten. Das ist mehr, als ich verdiene. Meine wahre Liebe, Yara, zahlt einen Preis, den ich zahlen müsste. Wenn du mir helfen willst, würde ich dich bitten, mir zu folgen. Die Anbeter der Fiesschlange Grisnissak überfallen seit einem vergessenen Zeitalter die Oberflächenbewohner, um ihre Opferräten durchzuführen. Und die ganze Zeit über war ich hier. Nichts weiter als ein Gespenst, unfähig, sie aufzuhalten. Aber ich kann helfen. Ich werde dir Zutritt zu ihrem Tempel gewähren. Blicke jetzt auf die Felder der Toten. Opfer der gewundenen Kultisten. Dann mal los! Wovon redet er? Welche Toten? Gibt es das hier? Bitte, Gott!
von mir, Fleischsack. Du bist du. Vorsicht, Mannschaft. Das ist Deckhead, der zäheste Seemann von allen. Er weiß, wie kämpfen. Dir das ekelhafte Fleisch. Sie haben aus meiner Nase Ersatzteile ausgebaut. In diesem Zustand können wir nicht segeln. Nimm das Steuerrad. Das ist Higginsworth, der Bootsmann. Wer wagt es sich gegen den Dunklen? Er wird unsere Flagge unter Deck verstaut haben. Such sie. Gut geplündert, Mannschaft. Hisst sie hoch auf den Mast und lasst sie im Wind tanzen. Vorsicht vor dem zweiten Rad. Der zweite Rad. Platziere sie mittig vorne am Bug. Aussehen kann. Hierher! Wir machen die jauchzende Jungfer wieder gefechtstauglich! Ein Schiff hat so wie jeder Mann eine Seele. Und ich übe mich in Deckromantik. Es wird Zeit, diese hölzernen Knochen wieder tanzen zu lassen. Mannschaft, ein Lied bitte! Hat dich Blood Freeward genannt. Was verheimlichst du uns? Du verdienst die ganze Wahrheit. Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Inszenierungen. Alle auf ihre Plätze! In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Mehr Glück für dich, Mamacita. In den Schenken. Im von Dämmerkrall Tänzer tanzen. Dinger mit je drei Partnern. Uns so ähnlich wie Wanzen. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Also, was ist die abstruseste Kombination, die ich mir ausdenken kann? Oh ja, ich habe ihn mit der ewiges Leben-Flunkerei drangekriegt. Funktioniert immer wieder. Missratene Seelen klammern sich immer an schwindende Erinnerungen. Herrje, ich klinge ja fast wie Sie.
nie verzeihen. Er und seine Männer haben die Aufstehung verwendet, meine Mannschaft zerschlagen und mich der Vergessenheit überlassen. Das ist die Wahrheit. Ich bin schuld, dass sie verflucht sind. Die Last auf meinen knochigen Schultern will, dass ich das bereinige. Hör du, denk doch mal an, vertrage dich für das Ganze. Die bösartige Brise kann nicht weit weg sein. Folgt Polly! Wir werden die Dinge begradigen. Der Schicksalsbringer durchstreift das Land und versucht zu reparieren, was zerbrochen ist. Jeder Schritt offenbart eine neue verlorene Hoffnung. Die Aufgabe scheint unüberwindbar. Aber ein Held muss immer weiter. Hier ist es! Hinter diesem Wall liegt die bösartige Brise. Lasst uns ein paar Luken zerfetzen und Balken zum Bersten bringen! Feuer! Du bist bereits tot! Du weißt es nur noch nicht! Schuppen ab, Stauber! Ich fühle mich magisch. Das ist der Chances Schiff. Vorsicht! Er erwartet uns sicher schon. Bei meinem lange verlorenen Bart, er hat wirklich angeheuert. Mein Kopf, bereit macht diese Knochen in die Sieben. Zehn Meere zu pusten! Rabenkräfte! Großes Magazin! Gut gemacht! Hurra! Schatrösele Chance. Es tut mir leid. Ich hätte dich fragen sollen, bevor ich uns alle zu Untoten machte. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, dass ich nicht klar denken konnte. Du konntest noch nie in deinem Leben oder Unleben klar denken. Aber danke. Ich kann diesen Fluch nicht aufheben, aber ich kann den Rest unseres Todes damit verbringen, es wieder gut zu machen. Ich brauche nur eine Lichards! Du und deine Piratentricks, Rewood. Mein Herz hat immer dir gehört. Ich nehme an. Tut mir leid. Auf diesem Schiff ist kein Platz für die Lebenden. Aber wir haben uns gewiss nicht zum letzten Mal gesehen.
Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Und das Schicksal eint uns. Du findest den Schlüssel zum nörderlichen Tor in meinem versteckten Beuteraum. Du kannst ihn gerne plündern. Ich habe alle Schätze, die ich brauche. Und pass auf Polly auf! Vorwärts! Das Tor ist offen. Ihr habt es bis in die oberste Ebene des Meeresbodens geschafft. Aber jetzt liegt der dunkelste Abgrund vor euch.